Gegen viele Angstattacken gibt es wirksame Techniken. Wenn ich ständig Ängsten ausgesetzt bin, dann ist es natürlich wichtig, die Ursache dafür zu identifizieren. Wenn mir das gelingt, dann gucke ich, was sind die Auslösefaktoren und behandle diese. Und wenn ich aber unspezifische Ängste habe, wie sie zum Beispiel bei der generalisierten Angststörung vorkommen, da hat man zum Beispiel Ängste, dass nahen Angehörigen etwas zustößt und passiert, dann kann man gut auch psychotherapeutisch daran arbeiten oder auch sich medikamentöse Unterstützung holen. Wenn ich Angst in sozialen Situationen habe, wie zum Beispiel, wenn ich neu in eine Gruppe komme oder einen Vortrag halten muss, dann kann es hilfreich sein, mich vorher gut darauf vorzubereiten und die Situation vorher immer schon wieder im Kopf durchzugehen und aber auch vorher Beruhigungsstrategien anzuwenden, wie zum Beispiel Meditation oder Achtsamkeit oder Atemübungen durchzuführen. Natürlich kann man auch immer, wenn das nicht ausreichend ist, sich therapeutische Unterstützung holen. Einfache und effektive Methoden, die bei Panikattacken helfen, sind zum Beispiel die Lippenbremse, also das Ausatmen durch die angespannten Lippen oder auch das Ein- und Ausatmen in eine Tüte. Das heißt, es geht darum, den Ausatemfluss zu verlängern und so die Ängste zu überwinden, denn jede Panikattacke klingt am Ende wieder ab.